Erstmal so die Kernkomponenten sind oder Bausteine. Der Patient muss gut eingestellt sein, also nicht nur das Vitamin D, sondern auch jetzt beispielsweise das LDL-Cholesterin. Das kann man messen. Wenn das sehr hoch ist, dann wissen wir auch aus Studien, dass dann der Implantaterfolg doch auch schon mal kompromittiert sein kann. Ich verlasse mich auf den Materialien, die wir einsetzen, darauf, dass sie sehr gut funktionieren. Und bei einem Zirkondioxidimplantat erwarte ich, dass alle Hausaufgaben von der Herstellerseite gemacht sind. Das heißt, ich brauche ein Implantat, was erstmal von der Oberfläche her eine ausreichende Rauigkeit hat. Je rauer die Implantatoberfläche ist, umso leichter ist es für die Zellen, gerade in den ersten Tagen überhaupt an die Oberfläche und auch in den ersten Stunden sich an die Oberfläche anzulagern, das Fibrinnetz für alle weiteren Zellen zu bilden. Da hat Patent mit Sicherheit eine absolute Führungsposition. Also ich kenne kein System, was eine höhere Rauigkeit hat. Dann muss es natürlich für mich vom Handling her gut sein, das System. Das bildet es auch ab. Und dann muss der Patient natürlich, wenn er gut eingestellt ist, dann auch postoperativ sehr engmaschig begleitet werden. Also wir sehen auch, dass wir den Patienten immer wieder sagen müssen, bitte nicht mit der Zunge ständig drangehen. Also ich würde mal sagen, bevor wir das gemacht haben, da war das schon mit einem entscheidender Faktor, warum Implantate auch bei einem gut eingestellten Patienten in den ersten Wochen nicht so gut einheilen, weil viele Patienten einfach sehr häufig mit der Zunge da dran gehen. Und das haben wir jetzt im Prinzip direkt ausgeschlossen, weil wir das dem Patienten sehr eindringlich sagen. Und dann klappt es dann auch mit der Zunge und das Implantat oder die Implantate können ungestört einheilen.